Der ist ganz bestimmt, was man ihm oft nachgesagt hat, dass er mit den Nazis kollaboriert hätte, das hat er nicht. Der hatte ja schon eine Karriere gemacht. Die Nazis haben sich ja sozusagen an ihn rangehängt. Er hat sich nicht an die Nazis gehängt. Mein Vater war überhaupt, glaube ich, ein sehr unpolitischer Mensch, der auch damals gar nicht Folgen seines eigenen Handels absehen konnte. 1902, noch im Kaiserreich, wird Heinz Rühmann geboren. Im Ruhrgebiet, da wo alle Schienen der hin- und herkeuchenden Güterzüge zusammenlaufen. In einem Dorf namens Wanne, gleich neben dem riesigen Güterbahnhof, wächst er auf. Vater Hermann Rühmann führt das Bahnhofsrestaurant. Oft weckt er den fünfjährigen Sohn nachts und stellt ihn auf den Tresen, damit der für die angetrunkenen Stammgäste Witze macht. Klein Heinz liebt den Beifall. Die Mutter findet das unmöglich. Aber Heinz will unbedingt Schauspieler werden. Später in München schleicht er immer wieder ums Nationaltheater, bewirbt sich dann zum Schauspielunterricht. Heinz Rühmann verlässt die Schule vor dem Abitur und geht zum Hofschauspieler Friedrich Basil, der später auch Hitler die Auftrittsgesten beigebracht hat. Heinz Rühmann kleidet sich auffällig, trägt Einlagen in den Schuhen. Er möchte größer sein. Rühmann hatte keine Wahl. Er war 1,66 Meter, 67 groß. Er hatte dieses pausbäckige, runde Gesicht. Er hatte ein junges Gesicht. Er wirkte nicht männlich und heroisch. Also wenn man so von der Natur ausgestattet ist, dann ist man kein Heldendarsteller. Nach Umwegen durch die deutsche Theaterprovinz landet Heinz Rühmann in Berlin. In zahllosen komischen Rollen entwickelt er seinen ganz persönlichen Stil, seine Masche. Er ist süchtig nach Applaus. Bald kommt auch der Erfolg. Rühmann bewährt sich am Theater und denkt an eine Filmkarriere. Er gilt den Kollegen als Rampensau. Er stiehlt anderen die Schau. Eine Partnerin, die das nicht zulässt, ist Marlene Dietrich. Die Universum Film AG vor den Toren Berlins. Seit dem Ende des Stummfilms setzt man hier auf Musikfilme. Marlene Dietrich gehört zu den ersten Stars. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe. Einen Tag nach der Premiere verlässt Marlene Deutschland in Richtung Hollywood. Auf den Straßen. Kommunisten gegen Anhänger der NSDAP. Gauleiter Goebbels bekämpft das rote Berlin. 6 Millionen Menschen sind arbeitslos. Heinz Rühmann singt in seinem ersten Filmhit vom Glück in der Pleite. Jetzt, wo es allen dreckig geht, wird er zum Star. Bald wird uns die Stunde schlagen, wo wir nicht mehr Smoking tragen. Ach, wie wird uns da zumut? Bonus spielen, Austern essen, alles müssen wir vergessen. Ach, wie weh, doch sowas tut. Wir hatten Gut und Geld und tausenderlei. Rühmann bezieht in Berlin eine größere Wohnung. Er arbeitet ununterbrochen, macht jedes Jahr 5 Filme. Rühmann liebt Tempo. War es früher das Rennrad, dann das erste Automobil noch mit 3 Rädern, kann er sich nun den Traum vom eigenen Flugzeug erfüllen. Einen Flugschein hat er schon. 1933, 3 Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Der öffentlich ausgerufene Judenboykott lässt Zweifel an den Absichten der Nazis nicht mehr zu. Über den beliebten Filmstar Heinz Rühmann erscheint eine Home-Story in einer Illustrierten. Rühmann ist schon länger verheiratet mit Maria Bernheim, früher Schauspielerin, 4 Jahre älter als er. Der Pressebesuch bei Ehepaar Rühmann passt nicht zur neuen Kulturpolitik, denn Rühmanns Frau ist Jüdin. Filmleute werden jetzt zentral erfasst. Rühmann füllt Fragebögen aus. Auch nach der rassischen Abstammung und Religion der Ehefrau wird gefragt. Rühmann weicht aus und trägt ein, keiner Religionsgemeinschaft angehörig. Und er selbst sei Mitglied des Kampfbundes, ein früher Nazi also.
Ich halte das für plausibel, dass Rühmann auf diesem Fragebogen der Reichsfachschaft Film einträgt: Ich bin Mitglied im Kampfbund für deutsche Kultur, um sich und seine Ehefrau zu schützen, aber auch, das ist ein anderes Moment, um seine Karriere zu schützen. Auch in den Filmstudios in Babelsberg regieren jetzt die Nationalsozialisten. Propagandaminister Goebbels befiehlt filmischen Beistand für die Politik der Nazis. Einige Stars gehorchen sofort. Heinrich George spielt überzeugend einen Kommunisten, der zum Anhänger Hitlers wird. Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Unsere Fahne... Komm, was singst du denn da? Wir singen doch die Nazis, Mensch. Na, sing mal! Völker hört die Signale auf zum Letzten. Kannst du nicht singen, du? Von Anfang an ist Heinrich George einer der Vorzeigestars der Nationalsozialisten. Rührend harmlos dagegen die Späße, mit denen Rühmann seine Karriere festigt. Prinz Eugen, Prinz Eugen, zu die Pfeife. Prinz Eugen! Die erste Verfilmung des Stoffes von der Feuerzangenbowle. Ich kann nur hoch. Pfeifer, Sie sind total unmusikalisch. Sagen Sie, was wollen Sie denn überhaupt mal werden? Wochenschön. Sänger. 1934 wird Rühmann gezwungen, sich von seinem Manager Otto Bernheim zu trennen, dem Bruder seiner Ehefrau. Maria Bernheim weicht aus nach Wien. Rühmann darf wegen seiner jüdischen Ehefrau nur mit Sondergenehmigung arbeiten. Göring besucht die Filmstudios, aber auch sonst sind seine Spitzel jetzt immer da. Die Gestapo steht in Babelsberg in den Kulissen. Ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Erfolg bei dem Film. Dankeschön. Und Heinz Rühmann? Nach dem Lausebengel ist jetzt der aufmüpfige Kleinbürger sein Rollenprofil. Ein Spießer auf dem Pfad der Sünde. Na, Bubu? Wieso, Bubi? Kann man ein paar Fragen an Sie richten? Bitte? Sind Sie jener, die... Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen. Der scheinbar unbeholfen vorgetragene Song vom Weiberhelden wird sein erster Spitzenschlager. Er braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon. Der Erfolg, den er hatte, auf der Bühne und auch im Film, das war eben der verhinderte Held. Also einer, der schon gerne ja alles möchte und er möchte auch ein toller Draufgänger sein und ein Liebhaber, ja, was er im Leben war. Er war, glaube ich, ziemlich erfolgreich mit seiner, was soll ich mal sagen, mit seiner Liebessehnsucht, ja. Aus einem Privatfilm Rühmanns, gedreht von einem Freund. Sobald die Kamera läuft, wird Rühmann zum übermütigen Hampelmann. Von Liebe singt doch jede Amsel im Baum. Seine Freundin ist jetzt die UFA-Kollegin Leni Marenbach. Der kleine Rühmann wirkt anziehend auf Frauen, weckt Schutzimpulse. Und er ist ein Star mit Geld und Einfluss. Viele Liebeleien werden ihm nachgesagt. Auch Margot Hilscher gehört zu den Umworbenen. Als Kostümberaterin hat sie angefangen, wird dann selbst ein Filmstar. Ich nehme an, dass eine gewisse Unsicherheit und das Bedürfnis nach einer ständigen, immer wieder neuen Bestätigung, dass das die Ursachen sind, warum er so scheint, als ob er ein Schwerenöter war. Das war er ganz sicher nicht. Ich glaube, dass er schüchterner war, als man ihm zutraute. Filmball. Auch Goebbels hat eine Vorliebe für weiblichen Nachwuchs. Das hat ihm den Namen Bock von Babelsberg eingebracht. Goebbels kann zufrieden sein. Der deutsche Film ist so beliebt wie nie zuvor und nie danach. Goebbels versucht mehrfach, Marlene Dietrich aus Hollywood zurückzuholen. Die Dietrich lehnt ab, mit unverhohlener Verachtung.
Als Heinz Rühmann bei der UFA die Hosen fallen lässt, trifft er auf den größten UFA-Star überhaupt. Hans Albers. Schauspielerisch kein Problem, an Albers Gagen aber kommt er noch nicht heran. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern, wir tun, was uns gefällt. Hans Albers ist wie Rühmann mit einer Jüdin liiert. Trotz klarem Verbot trennt er sich nicht von seiner gefährdeten Freundin. Südlich von Berlin liegt der kleine Flughafen Rangsdorf. Im Aeroclub trifft sich die Fliegerprominenz der Nazis. Rühmanns Privatmaschine steht hier. Seine Freundin Leni Marenbach begleitet ihn nun auf Schritt und Tritt. Aber die Harmonie schwindet. Sie ist impulsiv und eigenwillig, will eine eigene Karriere. Heinz Rühmann braucht ihre Nähe, sucht aber zugleich Abstand. Er fliegt allein. Er lässt so die Welt hinter sich, hebt ab in eine beglückende Einsamkeit, in der es keine Politik gibt, keine Zwänge, keine bedrohlichen Wünsche an ihn. Er hatte ja auch Träume vom Fliegen und träumte immer wieder, dass er selbst fliegen konnte, also ohne eine Maschine benutzen zu müssen. Und es war für ihn einfach Freiheit. Die beste Adresse Berlins, am kleinen Wannsee. Hier entdeckt Rühmann ein preiswertes Haus mit 3000 Quadratmetern Wassergrundstück. Rühmann zahlt nur gut die Hälfte des eigentlichen Wertes. Der jüdische Vorbesitzer musste verkaufen und Deutschland verlassen. Die Beziehung zu Leni Marenbach scheitert. Heinz Rühmann geht wieder auf Suche. Der ist gekommen mit einem wunderbaren Strauß. Ich weiß genau noch, das waren so Frühlingsblumen, keine Rosen oder so. Und da kam er und hat zu unserem Vater gesagt: Also, Fritz, was hältst du davon, wenn ich dein Schwiegersohn sein würde? Und mein Vater sagte, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, aber willst du nicht wenigstens mal Margot fragen? Und sagte, ja, die würde ich gerne heiraten. Und ich konnte nichts sagen, weil es mir so peinlich war. Ich hatte ihn zwar wahnsinnig gern, ich spürte auch, dass er mich mochte, aber an Heirat hatte ich also wirklich nicht gedacht. Und das hatte ihn auch sehr gekränkt. Heinz Rühmann, der Possenreißer der Nation, der lustige Kumpel von jedermann, kann nicht alleine sein. Für seine erste Regiearbeit hat er eine Hauptdarstellerin in Wien gefunden. Bei den Dreharbeiten verlieben sich die beiden. Hertha Feiler scheint endlich die Richtige zu sein. Aber Heinz Rühmann ist ja noch verheiratet. 1938 fragt die Zeitschrift Der SA-Mann beim Propagandaminister an, wieso Heinz Rühmann, der mit einer Jüdin verheiratet sein soll, noch in Deutschland filmen darf. Rühmanns Karriere ist bedroht und das wegen einer Frau, von der er seit Jahren getrennt lebt. Er fährt in die Schorfheide nach Karin Hall zu Göring. Sein Kollege Gustav Gründgens hat über Görings Ehefrau einen Termin beschafft. Der Hausherr hat eine Idee. Das war so die Lösung, wie kriegen wir das elegant, das Problem aus der Welt, dass Rühmann mit einer Jüdin verheiratet ist.